Mein Gott, habe ich in einem alten Kochbuch von mir geschaut und habe ein altes Rezept von 1982 gefunden. Funstopf, 80er, original. Naja, ob sowas wirklich original ist, weiß man nicht. Gibt bestimmt viele Rezepte, aber ich denke, das mache ich mit dir jetzt. Darauf freue ich mich ganz besonders. Wir brauchen nicht viel. Wir brauchen Zwiebeln, wir brauchen Paprika. Ich persönlich mag die grünen Paprika nicht so sehr, deswegen hier die orangene. Wir haben Tomaten, wir haben Gulasch vom Rind, Gulasch vom Schwein. Wir haben hier gemischtes Hackfleisch, wir haben einen geräucherten Schweinebauch. Wir haben Sahne, wir haben Texikaner Salsa und wir haben Zigeunersoße. Lass uns mit den Zwiebeln anfangen. Die Zwiebeln halbieren und dann nicht querschneiden, sondern längs in schöne Scheiben. Dann die Paprika. Entkernen. Und einfach in Scheiben schneiden. Den geräucherten Schweinebauch einfach in Scheiben schneiden. Die Schwarte entfernen. Noch einmal der Länge nach halbieren. Und dann einfach in kleine Würfel bringen. Das Hackfleisch, wenn es wie hier vom Metzger ist, sieht man deutlich die Unterschiede zwischen Schwein und Rind. Das heißt, erstmal richtig schön durchmischen. Und dann nimmt man in etwa ein 2-Euro-Stück als Messlatte und macht solche Knödel. Das Letzte, was du vorbereiten musst, gießt die Sahne in eine Schüssel. Die Soßen dazu, also diese Texikaner Salsa, die Zigeunersoße und gut durchrühren. Das Fleisch, den geräucherten Speck und die Zwiebeln einmal gründlich durchmischen. Das schafft Hohlräume, die wir nachher noch brauchen. Dann Paprika dazu. Die Tomaten.
Einfach mal gründlich durchmischen, sodass alles irgendwo Kontakt oder auch keinen mehr hat. Um das geht es hier. So, am Ende ein bisschen gerad machen. Halt schauen, dass die Fleischanteile gleichmäßig verteilt sind im ganzen Topf. Und dann legen wir die kleinen Fleischklopse drauf. So, dass es schön verteilt ist, überall ein bisschen was ist. Da läuft ja auch Saft runter. Von daher nicht alles auf einen Haufen. So, und am Ende kommt unsere Soße drüber. Schön geizig sein, weil hier ist der Geschmack drin. Deckel drauf und ab auf den Grill. Die Kohlen sind vorbereitet. Topf drauf, Kohlen oben drauf und dann schauen wir in einer Stunde mal nach. Einmal umrühren. Das wird perfekt. Und nach einer Stunde, ja, so muss das aussehen, wunderbar. Und jetzt lassen wir jetzt noch eine Stunde dran. Nach eineinhalb Stunden, einmal umrühren. Ja, so muss es aussehen. Nach insgesamt 2 Stunden ist das Gericht fertig. Man kann es jetzt natürlich noch ein bisschen einkochen lassen, dass es etwas dicker wird. Aber im Prinzip kann man es genauso, wie es jetzt ist, auch verwenden. Verrückt. Mein erstes Kochbuch aus den 80ern. Jetzt weißt du ja, wie man einen schönen, richtigen Pfundstopf aller 80er macht. Ich glaube, damals ist auch diese Texicana Salsa auf den Markt gekommen. Da hat man angefangen, Speisen zu mischen. Mir hat es sehr gefallen, die Erinnerung nochmal nachzukochen. Ich hoffe, du machst es auch. Damals hat man es gern gekocht, weil man einfach gesagt hat, okay, das ist 2 Stunden im Backofen. Das gibt mir Zeit für meine Gäste. Wir haben damals auch Party gemacht.